der letzten Folge Zelda Ocarina of Time haben wir einen Prison Break gemacht, Gefangene aus dem Knast ausgebrochen und uns in der Gerudo Arena im knallharten Training vorbereitet auf die letzten Kämpfe des Spiels. Wir sind bald am Ende angekommen, aber jetzt schickt uns das Spiel in die Wüste. Hey, Grünschnabel! Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann, oh, folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Okay, mache ich. Die zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist. Easy. Ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Na dann. Dass die immer so dramatisch klatschen. Ab in die Wüste. Sorry, Epona, aber das muss ich alleine klären. Warte hier. Es ist immer so weird, unbekanntes Terrain zu betreten. Gespensterwüste. Vertraust du deinem Instinkt? Verschlägt dich die Wüste. Suche den wahren Pfad. Ja, okay. Vielleicht speichere ich erstmal. Ich kann nichts sehen. Also, es hieß, ich soll den Fahnen folgen. Okay, das ist doch safe dieser Treibsand, oder? Da komme ich doch safe nicht drüber, wenn ich da jetzt einfach durchlaufe. Kann ich doch bestimmt hier an den Kisten voranziehen, oder? Aha. Oh Gott, ich kann gar nichts sehen. Ich soll den Flaggen folgen. Da ist ein Schild, ein Wegweiser. Was sagt er? Oh, ihr rastlosen Abenteurer, die ihr durch die Wüste wandert, besucht mich, fliegender Händler. Nee, ich sollte nicht meinen Instinkten folgen. Ich sollte den Flaggen folgen. Dann folgen wir den Flaggen. Kack auf den Händler. Den Händler kannst du besuchen. Ist was Nützliches? Nee, kack drauf. Brauch nichts Nützliches. Ich will jetzt in diesen Tempel. Okay, was ist das hier? Das sieht gut aus. Muss ich da rein? Ja, ne? Ah, stirb, Skulltula. Peng! Gib mir deine Seele! Danke. Okay, und hier sind Fackeln, die ich anzünden muss. Also, ins Feuer Inferno. Let's go. Peng! Ah ja, eine Kiste. Oh, wenn da jetzt Rubine drin sind, bin ich aber so ein bisschen traurig. Ich bin voll. Safe Rubine. Yeah, 50 Rubine, die mir gar nichts bringen. Oh, ohne Fee, perfekt. Ja, genau, die brauche ich jetzt. Niceness. Ich sag ja, auf dem Weg dahin hiel ich mich doch safe. Siehst du, ich hab's gecallt. Aha, guck mal hier. Da will Navi irgendwas. In der Wüste wurde Ganondorf der Großmeister des Bösen geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, aber ich wollte doch lesen, was da steht. Aha. Jenen mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. So, und jetzt Achtung, Jumpscare. Peng! Den rechten Weg, den zeig ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht, alleine überlebst es nicht. Ja, das sind tolle Aussichten. So, Kollege, wohin bringst du mich? Oh Gott, mit Bad Guys? Ultra stressig. Ey, dummer Geist, warum führst du mich im Kreis? Kollege, was wird das? Du läufst im Kreis. Perfektioniert oder sowas. Aha, ist das der Geistertempel schon? Das soll dieser Wüstenkoloss sein? Ja, sieht so aus. Wüstenkoloss. Alright, wir haben den Weg gefunden, Freunde, zum Geistertempel. Junge, die gehen ja ultra auf den Sack, die Viecher. Ey, ey! Ach, weißt du was? Lass mich alle in Ruhe. Weißt ihr was? Genau, Matti. Die sind ja ultra nervig, die Teile. Ich rush einfach durch. Und vor allem droppen die auch nichts. Die geben mir kein Loot. Hallo! Junge, die kosten ultra viel Leben gerade. Oh, da oben ist ein Herzteil. Wie komme ich da hin? Ah, da ist ein Teleportationspunkt. Okay, dann sehe ich doch gleich safe noch Sheik, oder? Wisst ihr was? Kack drauf, wir gehen in den Tempel. In der anderen Richtung ist eine ausgetrocknete Oase mit Palmen. Spiel mal dort die Hymne des Sturms. Eine ausgetrocknete Oase? Ah, da ist sogar ein Textfeld oder sowas. Textcontroller. Ich kenne das bei den Steinkreisen immer. Okay, also Chat ist sich uneinig. Ah, guck, da war richtig. Ja, jetzt ist da Wasser und jetzt? Boah, auf die Idee musst du auch erstmal kommen, ne? Oh mein Gott, kack aufs blaue Feuer. Weg mit dir, ich fange mir eine Fee, Digga. Komm zu Papa. Nice. Wenn ich jetzt sterbe, lebe ich. Ergibt Sinn? Ergibt Sinn. Und ich bin geheilt. Das war ja nice. Ja, danke für den Tipp, Chat. Also, irgendwie ist da oben noch ein Herzteil. Irgendwie müsste ich da auch noch hinkommen. Oh Mann, ey. Wir gehen jetzt rein. Okay, also das ist mir jetzt komplett neu. Als allererstes place ich hier jetzt erstmal so einen Teleportationspunkt. Hier, Pharaohs Donnersturm. Damit, falls alle Stricke reißen, ich mich hierhin zurück teleportieren kann. Im Wassertempel hat mir's den Arsch gerettet.
Jetzt habe ich einen Teleportationspunkt. War ja klar. Wäre auch zu schön gewesen, wenn mich die Krüge nicht töten wollten. Die Musik ist interessant. Oh, ich bin sehr gespannt auf diesen Tempel. Ich habe jetzt gar keine Vorstellung hier. Wer in die Zukunft reist, möge aus der Vergangenheit kommen. Wer in die Zukunft reist, möge aus der Vergangenheit kommen und die Kraft des Silbers tragen. Also, ich muss hier als Kind hinkommen. Aber erstmal fehlt mir eine Melodie, damit ich mich hierhin teleportieren kann und nicht den ganzen Weg nochmal laufen muss. Komm in der Vergangenheit hierher mit dem reinen Herzen eines Kindes. Wirklich? Ja, mich würde aber jetzt eine Sache interessieren. Ah, die kann man schieben. Ah, okay. Die kann man schieben oder ziehen und ich bin zu schwach dafür. Mir fehlt also irgendein Item, ja? Und durch den Tunnel komme ich als Erwachsener nicht durch, korrekt? Ja, ich komme hier nicht durch als Erwachsener. Nur als Kind kommt man durch solche Schächte. Okay, also der Tempel sagt nicht nur, komm als Kind, sondern er zeigt es auch. Das wollte ich nur wissen. Gut, dann müssen wir jetzt in die Kindheit zurück. Ah, okay, wir kriegen eine Cutscene, wo Sheik uns die letzte Melodie beibringt. Leute, das ist die letzte Melodie. Da kommt Sheik, oder? Jawohl. Nice. Chic Theme. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Ja, ist mir schon aufgefallen. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen? Ach so, das ist noch gar nicht der Geistertempel. Okay. Musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeit hören und das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind zurück in die Wüste bringen. Ja, okay. Requiem der Geister. Ich bin gespannt. Das ist wieder cool. Nocturne des Schattens fand ich richtig kacke, aber das finde ich wieder schön. Captain Besowski, Eulekopf! Aber jetzt bin ich verwirrt. Captain Besowski, Eulekopf! Wie cool! Weil das Ding ist, ich habe gelesen, Captain Besowski, Eulekopf ist Rauru. Aber jetzt ist er ja doch wieder eine Eule. Ich dachte, in der Zukunft ist es Rauru. Aber okay, ich habe das Requiem der Geister erlernt. Das ist schon mal gut. Aber Vancliff, danke für den Tipp. Das mache ich dann nachher, wenn ich hier wieder bin als Erwachsener oder als Kind. Oh, diesmal verschwindet Sheik im Sand und nicht mit einem Ninja-Vanish. Na gut. Da vorne ist der Teleportationspunkt. Da bringt mich die Melodie hin. Na, dann geht es jetzt so. Da geht's jetzt in die Zeit der Zeit. Wir reisen in die Kindheit zurück, teleportieren uns hierhin und spielen das erstmal als Kind. Ich bin sehr gespannt. Ey, das ist so cool, dass dieses Spiel so viel mit Zeitreisen arbeitet und mit Musik. Es sind so viele Aspekte, die ich einfach liebe, die dieses Spiel miteinander vereint. Deswegen feiere ich es so. Und Rätsel lösen. Ah, Junge, es ist einfach perfekt. Na gut, Masterschwert kommt zurück rein in die Olga. Wir reisen zurück in die Vergangenheit. 7 Jahre reisen wir jetzt durch die Zeit. Mal wieder. Haben wir neulich erst gemacht, um das Auge der Wahrheit zu bekommen. So, da sind wir wieder und machen ganz hohe Geräusche. Ja, genau. Requiem der Geister. Okay. Zum Wüstenkoloss? Ja. Schöne Melodie auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir uns den ganzen Weg gespart. Wir mussten nur einmal durch die Wüste uns quälen. Und jetzt sind wir hier am Wüstenkoloss. So, der Chat meinte, hier wäre noch eine Feenquelle. Hier soll eine Feenquelle sein. Ja, da ist wirklich, da ist so ein Riss in der Wand. Da schmeißen wir eine Bombe hin. Oh, Jungs. Aber die Fee heilt mich jetzt zum Glück. Wahrscheinlich die letzte Feenquelle des Spiels auschecken, ne? Zeldas Wiegenlied spielen. Wartet mal, wartet mal. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Hört mal. So, das habt ihr euch jetzt gemerkt, ja? Ein Lied, das mein Vater geschrieben hat, gibt's auf unserem Familien-YouTube-Kanal. Ist eine andere Tonart, aber achtet mal auf die Harmonien, ja? Die Musiker unter euch. Achtet mal auf die Akkordfolge, ja? Ist euch da was aufgefallen? Ich mache im Videoschnitt für dieses Gameplay-Video, mache ich euch einen Remix. Der läuft jetzt. Ich lege beide parallel übereinander.
und so weiter. Gut. Hallo, mein süßer Matti, ich bin die Fee der Magie. Ja, genau. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn. Ah, doch nochmal ein Zauber. Okay. Ja, cool. Klingt gut, der Remix. Ja, ne? Nairus Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit C ein. Nairus Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht ein. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also das schützt mich, aber nur für kurze Zeit? Oder kann ich es nur einmal im Spiel verwenden? Oder wie ist das jetzt gemeint? Das habe ich jetzt nicht ganz gereilt gerade. Du bist damit zeitweilig unbesiegbar. Ah, okay, okay. So. Jetzt ist da eine Gerudo-Dame. Ah, warte mal, ich sollte vielleicht erstmal speichern. Du. So, was sagt die zu mir? Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Den Tempel anschauen. Du bist noch zu klein. Der Tempel ist nicht der richtige Ort für Kinder. Geh woanders spielen. Okay. Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Hat sie einfach vergessen. Okay, da will ich mir nicht den Tempel anschauen, sondern dann suche ich die Weisen. Ein Weiser? Keine Ahnung. Ist das jemand, der Vater und Mutter verloren hat? Bruh, was ein schlechtes Wortspiel. Okay, dann sag ich, ich will eigentlich gar nichts. Eigentlich nichts. Du hast nichts Besseres zu tun? Du kommst wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Ja. Moment mal, du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs... Nein. Anhängern, oder? Ich hasse Ganondorf. Ach was, bist ganz schön mutig. Ich glaube, ich mag dich. Oha. Aber erst will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naboru. Ah, okay, das ist Naboru. Die Anführerin. Über die hatten die anderen Gerudo-Damen gesprochen, dass die jetzt im Geistertempel chillt. Geh lieber alleine auf Beutetour, okay? Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt. Ja, sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Okay, Ganondorf ist einfach der heftigste Macker. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Aber hieß es nicht nachher in der Zukunft, dass sie Ganondorfs Untertanin ist? Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Matti? Was ist das denn für ein komischer Name? Naja, egal. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ja? Darfst du es durch diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu bergen? Easy. Es handelt sich um ein uraltes Diebesrelikt, die Krafthandschuhe. Aha! Damit kann man sehr schwere Dinge anheben oder dicke Steine beiseite schieben. Sehr gut. Hey, Kleiner, denk nicht mal dran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Die Krafthandschuhe wird dir sowieso nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasallen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Krafthandschuhen kann ich mich hier hineinstehlen. Dann kann ich nicht nur all ihr Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauenvollen Pläne durchkreuzen. Also, wie ist es? Machst du's? Ja, easy. Danke, Kleiner. Ey, nenn mich Matti. Wir beide werden Ganondorfs Tyrannei beenden. Nicht wahr, Kleiner? Ey, nenn mich Matti. Wenn du die Krafthandschuhe besorgst, werde ich mich bei dir revanchieren. Okay. Sie schiebt mich einfach weg, Alter. Rein da. Okay, das Ding hatte ich gehört. Oh nein. Du hast dein Schild verloren? Ah, nee, Digga. Ah, aber ist nicht schlimm. Zur Not kann ich mir einen neuen kaufen. Ich habe ja genug Kohle hier. Hier ist eine Treppe, die einen Weg, der versperrt. Da muss ich doch eine Bombe auf ihn werfen. Ah ja, stimmt, so war das. Aha, okay, okay. Ja, okay. Hier hat sich was geöffnet. Ja, sehr gut. Okay, die Fackeln entflamme ich einfach mal mit ins Feuerinferno, würde ich sagen. So, Fackeln entzünden. Und es spawnt eine Schlüsselkiste. Sehr schön. Nee, die spawnte da hinten. Aua. Ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Stirb, Fledermaus. Aber wie komme ich denn da hinten hin? Ah, von der anderen Seite. Ah. Ja, verstanden. Oh, musst du warten, bis er mich angreift? Na, warte mal. Ich kann ihn, glaube ich, betäuben, oder? Nee. Doch, kann ich. Und dann? Hang. Kann actually auch Deku-Stäbe benutzen, ne? Dann muss ich nicht so oft draufhauen. Aber interessant, es ist das erste Mal, dass ich den Gegner in der Kindheit sehe. Mann, wie oft muss ich da denn draufhauen jetzt? Mann, schlag zu! Jetzt hab ich dich.
dreckiger, hässlicher. Muss ich das so planen, dass der Boomerang da rumfliegt? Und dann den Schalter berührt? Oh Gott. Boah. So, und hier ist Schlüssel drin, oder? Nee, der Dekoschild, der mir verbrannt wurde. Ja, perfekt. Herzchen. Und hier geht's weiter und dann bin ich auf der anderen Seite von dem... Nee, bin ich nicht. Ist so ein Zwischenboss oder sowas? Oh Gott. Mein Dekoschild ist gleich einfach schon wieder weg. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, was bist du denn? Tot. Toll. Hey, hey. Ah, Bruder. Ich spring selbst in den Tod. Ja, wie soll ich da denn drauf kommen, Bro? Ah. Und nochmal. Ins Feuerinferno. Ende. Junge, dieses Drecksding, ne? Boah, das macht mich richtig sauer, das Teil. Stier. So, und jetzt schnell umdrehen und abhauen. Feuerpfeile schon probiert. Ja. Ja, funktionieren ja super als Kind. Achte auf die Schatten der Kreatur. Oh nein, nicht wieder diese Hände. Die sind auch neu in der Kindheit. Oh, da kommt was. Da kommt was von oben. Ja, es sind wirklich die Hände jetzt. So. Schlüssel für die Tür, vor der wir schon standen. Was ist das? Sind das diese... Genau. Und da war noch einer oben irgendwo, ne? Ja. Dort. Junge, die ganzen Fledermäuse sind so aggro gerade. Hä, ist hier noch eins? Ah, hinter der Fackel versteckt. Okay. Jetzt komme ich hier rüber einfach schneller zurück. Und Drecksfledermäuse, Drecksfledermäuse. Klaut mir nicht wieder mein Dekuschild. So. Danke sehr. Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3. So, goldenes Scotola collected. Weiter geht's. Wenn ich das richtig sehe, ist der Tempel bis hierhin noch sehr übersichtlich. Ne? Aber gut, wir waren jetzt nur auf der einen Seite davon. Aber bis hierhin sieht er eigentlich sehr entspannt aus. Die kennen wir ja noch aus dem Feuerdungeon aus der Kindheit. Aber der sticht gar nicht zu. Guck mal, der lässt sich einfach verprügeln von mir. Aha. Jetzt hat er noch einen zweiten Dreh mitgebracht. So, und was ist das hier? Was ist denn da? Ich erkenne das gar nicht. Und die Krabbelmine. Oh Gott, da wäre ich niemals von selbst drauf gekommen. Nee, nee, ich probiere erst die Bombe. Warte, da oben ist ein Schalter. Spawn einfach zwei Kisten noch. Biene, die mir nicht springen, weil ich schon eine volle Geldbörse habe. Und Krabbelminen. Okay, jetzt weiß ich, ich soll Krabbelminen benutzen. Na gut. Ich habe die noch nie eingesetzt. Na gut, dann versuchen wir das mal, ne? Ich habe die noch nie in meinem Leben benutzt. Kleinbeinwein, danke für dein Prime-Sub. Okay, die rastet komplett aus, nur nicht da, wo sie soll. Hä, die geht ja überall hin, nur nicht dahin, wo sie soll. Wie schaffe ich das denn, das... Wie schaffe ich das denn? Ah, so schaffe ich das. Aha. Hier kam ich her. Da ist wieder so ein Ding, das ignoriere ich getrost. Oh, hier ist ja noch ein ganzer Raum. Aber mein Impuls sagt erstmal hochgehen. Sind deine Kinder in deinen Streams dabei? Außer Matti's Magerquatsch.
Meine Kinder sind zu jung für Twitch oder sowas. Oder einfach eine fette Kiste vor meinen Augen. Ah, Labyrinthkarte jetzt schon? Witzig. Welche Tür hat sich geöffnet? Die hier wahrscheinlich, ne? Ja, da muss ich da doch bestimmt diesen... Dann ist das gar kein Bad Guy, sondern einfach eine Statue, die man verschieben kann. Da muss ich die doch bestimmt hier auf den Schalter schieben, ne? Ja, easy. Okay, da gehen wir einmal raus jetzt. Witzig, wir haben jetzt schon die Labyrinthkarte. Ah, ach so, hat sich oben eine Tür geöffnet hier. Wir müssen jetzt irgendwo diese Handschuhe sein. Ich will jetzt Roxy nicht so lange warten lassen. Wir wollten jetzt noch einen schönen Pärchenarm machen, ja? Da ist... Das ist keine normale Fackel, das ist so eine Geisterfackel hier, ne? Okay, ich muss doch bestimmt erstmal die ganzen Fackeln entzünden, oder? Aber auch bestimmt in einer kurzen Zeit. Und an der Stelle hatte ich gar keinen Bock mehr. In der nächsten Folge geht's genau hier weiter. Und falls ihr eine vorherige Folge verpasst haben solltet, klickt einfach hier für die ganze Playlist. Alle Folgen Zelda Ocarina of Time in der richtigen Reihenfolge. Kuss geht raus, Digga.